Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. In der heutigen Folge geht es um ein Fun-Projekt. Ob alt, jung, Frau, Mann, Kind, klein, groß, vollkommen egal. Jeder hat was davon. Ich wechsle jetzt zur nächsten Kamera und werde euch versuchen zu erklären, wie ich mir das Ganze baue. Los geht's! Das ist die Grundplatte, die brauchen wir, darauf wird nachher gespielt. Aus dem Stück hier möchte ich nachher Streifen zusägen, 50 mm hoch. Die sollen allerdings etwas länger sein, so dass ich das Ganze nachher auf Gärung verleimen kann. Das zeige ich euch jetzt. Das sind jetzt die zwei Stücke für die langen Seiten. Da lege ich mir einfach die zwei Streifen zusammen und messe mir jetzt aus, wie lang das die kurzen Stücke sein sollen. Das sind hier ganz genau 52,9 cm sind das. Und hier ist dann das kurze Stück für beide Seiten geschnitten. Das heißt, wir legen uns das jetzt bündig an der Kante an. Das ist ja die Gesamtstärke. Einen halben Millimeter zu lang. Das ist aber egal, das kann man schon wegschleifen. So, jetzt haben wir die Leisten mit einer Gärung versehen, also an allen vier Ecken, bei den kurzen wie auch bei den langen. Ich habe das nochmal nachkontrolliert, ob alles passt. Die GTS ist jetzt auch keine Formatkreissäge, eine Profimaschine, an der man zu 100%ige Gärungen zusägen kann. Und da muss man sich halt ein bisschen rantasten. Ich habe ja eine Flachdübelfräse, die werde ich höchstwahrscheinlich hier einsetzen, seit langem das erste Mal. Und das Ganze dann so mit einer Flachdübeln montieren. So, und hier ist meine Flachdübelfräse. Ja, das ist, habe ich mir vor anderthalb Jahren gekauft. Ich glaube, ich habe die nur einmal benutzt. Da hatte ich einen Bilderrahmen für einen Michael gebaut und da kam die in Einsatz. Und jetzt soll sie wieder mal benutzt und verwendet werden. Die werde ich mir hier bündig mit der Kante ansetzen. Ja, dass man jetzt hier, naja, so ungefähr kann man den Strich machen. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Regel gibt von Kante bis. Ich mache das jetzt mal so nach Gefühl. Wenn man Flachdübelfräsen nimmt, das ist nicht wie bei den gewöhnlichen Dübeln. Da kann man noch ein bisschen hin und her arbeiten. Das heißt, korrigieren. Aber das sehen wir ja gleich. Jetzt erstmal die Platte hier an die Werkbank fest. Einmal. So, hier bewegt sich nichts mehr. So, hier seht ihr die Markierung, die ich ja angezeichnet habe. Und dann eben hier noch diese Markierung an dem Fräser. Ja, jetzt ist das natürlich blöd. Jetzt bin ich natürlich, ich glaube, ich mache das hier Kante an Kante. Also passt auf jeden Fall. Das Gute an den Flachdübeln ist,
dass man das Ganze jetzt ein bisschen verschieben kann. So. Ja, das passt wunderbar, das passt ganz genau. Wir messen uns hier mal jetzt einen Abstand von 100 mm. So, dann werden wir hier uns erstmal die Linie anzeichnen, auf der wir nachher die Dübel positionieren werden. Ich nehme das jetzt mal und setze das genau an die Markierungen, dass das auch wirklich überall bündig ist, schön hier an der Kante. Und dann werde ich hier die Markierung nochmal einmal hier übertragen. Kommt hier noch der Leim rein. Den Dübel, den hauen wir jetzt da langsam vorsichtig rein. Es ist alles geschliffen. Ich werde mir jetzt die Zwingen vorbereiten, damit ich nachher keinen Stress habe, wenn irgendetwas mal schief läuft und ich dann noch eine zweite und eine dritte Zwinge brauche. Deswegen bereite ich jetzt alles erstmal vor und dann kann es losgehen. So, jetzt setzen wir mal die Platte da drauf. So, die Dübel sollen noch ein bisschen Leim abbekommen. Das soll ja auf der anderen Seite kleben. Kommen die rein. So, hier kann man, glaube ich, schon mal andrücken. Ich habe mich mal wirklich gefragt, wann ich diese 2 Meter Korpuszwingen mal einsetzen werde. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. So, liebe Freunde, ich werde jetzt erstmal noch mal warten müssen. Ich habe mir jetzt mal das Ganze angeschaut. Ja, die Zwingen sind alle fest. Ich sehe auch, überall tritt der Leim aus. Also das heißt, es ist ausreichend Leim dran gewesen und es ist auch dicht. So langsam
ist auch für heute Feierabend. Ihr seht mich auf jeden Fall gleich wieder. Für mich wird es der nächste Tag sein. In diesem Sinne, bis gleich. So, die Kanten, die sind jetzt abgerundet, wird natürlich nachher noch fein geschliffen. So, nach dem ganzen Feinschliff müssen die Tore noch eingesetzt werden. Unsere zwei Dübel, Flachdübel, füllen jetzt die Not mit Leim. So. Oh, jetzt wird hier erstmal ordentlich gedrückt. So, nachdem hier auch die Teile, die Tore sozusagen, fest verleimt sind und wirklich bombenfest sind, auch hier der Rahmen drumherum. Ich bin wirklich begeistert, was man da alles mit diesen Flachdübeln machen kann. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Jetzt zu den zwei Teilen, das sind ja unsere Zack-Schlagdinger. Da nehme ich jetzt einen Rundstab für, da sägen wir uns zwei Stücke von ab. So, jetzt möchte ich mit dem Forstlabohrer natürlich genau mittig aufsetzen. Das bedeutet, mit der Zentrierspitze würde ich dann die Mitte treffen. Allerdings habe ich ja schon mal vorbegebohrt, das heißt, das ging ja nicht anders. Ich brauchte ja die Führung von dem Kreisschneider und deswegen muss ich da reinbohren. Wie mache ich jetzt... Wie kann ich mir die genaue Mitte anzeichnen? Man nimmt sich ein bisschen Klebeband, klebt es hier drauf, zeichnet sich die Mitte an und dann bohrt man mit dem Forstlabohrer durch. Ja, man kann sich das jetzt auch so anzeichnen. Man sieht ja die Bohrung durch und dann kann man sich so auf einen halben Millimeter kommt es jetzt nicht an.
Und so sieht das Ganze aus. So, ich habe zwar jetzt hier die Bohrung reingemacht, das Problem aber, was ich jetzt im Moment habe, ich meine, ich wusste, dass es kommt, die Rundstäbe, die sind 22 mm stark. Also die haben einen Durchmesser von 22 mm, das passt also da nicht rein. Jetzt muss ich das natürlich um 1 mm oder 2 mm verjüngen, also schmaler machen. Wie mache ich das? Ich zeichne mir erstmal den Bereich an, beziehungsweise wie tief das Ganze rein muss. Das ist in dem Fall, sind es 1 cm. Ja, gehen wir sogar auf 0,9 und werde das Ganze jetzt mit der Tischkreissäge verjüngen. Das zeige ich euch jetzt. Jetzt werden wir das Sägeblatt erstmal 1 mm runterfahren. So wirklich, so dass wirklich nur ein Stückchen vom Sägezahn zu sehen ist. Dass es wirklich nur ganz wenig zu spüren ist. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass diese Idee funktioniert. So, hier ist das Stück und hier haben wir jetzt, wie ihr seht, passt es nicht. Auf der anderen Seite tipptopp. So, nehmen wir uns ein bisschen Leim und tragen das jetzt mal so schön um den Stab herum. So, auch der Boden soll was abbekommen. Und dann drücken wir uns das schön rein. Dann lassen wir das mal trocknen. Natürlich werde ich erstmal abwischen. Während der Leim getrocknet ist, habe ich inzwischen mir was einfallen lassen. Und zwar hatte ich ja den Ball sozusagen. In dem Fall ist es halt, keine Ahnung, wie man das nennt. Da war ja die Bohrung in der Mitte, die ich ja total hässlich fand. Damit die Bohrung nicht alleine ist, habe ich mir einfach ein paar Bohrungen dazu gemacht. Wie ihr seht, habe ich die auch noch versenkt. Beidseitig. Es sieht erstens viel schöner aus. Und natürlich habe ich wieder dadurch etwas Gewicht gespart. Ein weiteres Projekt ist fertig. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Ihr habt gesehen, ich habe das ordentlich glatt geschliffen, damit auch die einzelnen Teile schön über die Spielfläche gleiten. Das hier mit dem Puck, es ist Eiche und da mir das ein bisschen zu schwer war, habe ich da Löcher reingesetzt und somit auch mal das Design so ein bisschen dem Loch in der Mitte angepasst, damit das nicht so auffällt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte gebt mir einen Daumen hoch und es würde mich natürlich auch interessieren, was ihr überhaupt von diesem Projekt hält. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, das könnt ihr auch jetzt kostenlos gerne tun und vergesst nicht, die Glocke einzuschalten. Somit wisst ihr fürs nächste Mal Bescheid, sobald ein neues Video online kommt. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch eine angenehme Woche und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.